Wie ihr sicher wisst, sind Panzer nicht gerade die saubersten Fahrzeuge auf dem Planeten Erde. Sie saufen ziemlich viel Treibstoff, wenn man das so sagen kann. Dazu kommt es auch noch, dass sie eigentlich auch nicht gerade so schlecht sind, diverse Bäume einfach so umzufahren. Zumindest in unserem Spiel. In World of Tanks, dem Spiel, das wir mehr oder weniger alle gerne spielen, ist es ja so, dass wir Panzer rumfahren, ohne irgendein Problem oder ohne irgendeinen Einfluss auf die Umwelt zu haben, was eine gute Sache ist. Aber was wäre, wenn ich euch jetzt erklären würde oder was sagen würde, dass ihr wirklich einen Einfluss in die Umwelt haben könnt, einen positiven Einfluss in die Umwelt? Und das ist Hashtag Team Trees. Aber was ist genau Hashtag Team Trees? Nun, es ist eine Kampagne gestartet von MrBeast, anlässlich des Erreichens von 20 Millionen Abonnenten auf YouTube. Dies war eine Idee, die ihm gestellt worden ist von einem Redditor, und diese Idee, ja, die hat ziemlich viele Follower gekriegt. Und nun, hier sind wir jetzt also. Und zwar, jetzt haben sie sich mit der Aubrey Foundation zusammengesetzt und mit Drone Seeds, um halt 20 Millionen Bäume zu pflanzen. Sie haben das zuerst probiert, von Hand zu pflanzen, einen Tag lang mit diversen anderen YouTubern. Jedoch hat das nicht wirklich so gut geklappt, da man nur halt 300 Bäume gepflanzt hat in einem Tag. Und wenn man bis Ende 2020 20 Millionen pflanzen möchte, ja, ist man dann halt schon sehr lange dran. Muss man doch mal so sagen. Und darum kann man jetzt unter teamtrees.org zu 1 Dollar donaten, und 1 Dollar gibt euch einen Baum, der dann von dieser Aubrey Foundation und Drone Seed gepflanzt wird. Aus meiner persönlichen Sicht eine sehr, sehr gute Sache. Aber nun, fragt ihr euch doch sicher, wieso? Wieso brauchen wir denn Bäume? Aber wieso brauchen wir denn genau Bäume? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir eine Frage davor beantworten. Von wo kriegt der Baum seine Masse, dass er so stabil wird und uns theoretisch auch Energie wieder zurückgeben kann in Form eines Feuers? Nun, wenn ihr auf diese Frage geantwortet habt, dass die Masse aus dem Boden kommt, dann seid ihr nur bedingt richtig. Es stimmt, dass aus dem Boden Nährstoffe und Wasser herausgezogen wird über seine Wurzeln. Aber der Großteil seiner Masse kommt durch die Photosynthese, welche in den Blättern vonstatten kommt. Und zwar dort wird unter anderem oder wird einfach Sauerstoff hergestellt aus CO2, Kohlenstoffdioxid. Mit Hilfe der Sonne, mit Hilfe der Energie der Sonne wird in den Blättern CO2 aufgespalten in Kohlenstoff und Sauerstoff. Und ich muss sagen, das ist ein sehr, sehr guter Deal für uns. Nicht nur speichert ein Baum Kohlenstoff, beziehungsweise speichert ein Baum eigentlich CO2, was wir momentan eh zu viel auf der Welt haben, aber er gibt uns sogar noch Sauerstoff zurück. Sauerstoff, was wir persönlich als Lebewesen brauchen, um zum Leben, zum Spielen, zum Rumtollen. Aber nun fragt ihr euch sicher, was könnt ihr tun? Das erste, was ihr tun könnt, ist auf die teamtrees.org Webseite gehen. Link unten in der Beschreibung und auch im Top-Kommentar, wo ihr euch entscheiden könnt, ob ihr zum Beispiel 1 Euro oder 1 Dollar bzw. donaten wollt. 1 Dollar ist ein Baum, der dann von der Arbor Day Foundation mit Drone Seed gepflanzt wird. Ich persönlich habe 20 Dollar donated, weil hey, ich habe diese Idee jetzt hier rausgebracht für euch, für unsere deutsche World of Tanks Community. Da darf ich da auch mal ein bisschen mehr reinhauen. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich möchte gerne weiter
noch hier das Wort raustragen in die deutsche Community raus, dass wir alle wissen, um was es hier geht. Es ist eine gute Sache. Es ist wirklich eine gute Sache. Ich stehe komplett dahinter und finde, es ist cool, dass sich Leute dafür auch einsetzen, in dass man hier wirklich Bäume pflanzt und wieder neu aufforstet, Sachen, die entweder abgebrannt worden sind oder auch abgefällt worden sind. Wichtig ist aber zu wissen, auch wenn jetzt dort halt jetzt donatet und dort eine Spende da lässt, es ist wichtig zu wissen, es wird so definitiv nicht den Klimawandel stoppen. Das ist nur ein einziger Schritt in die richtige Richtung. Aber es muss noch viel mehr, wirklich noch viel, 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 viel mehr passieren, bevor wir wirklich den Klimawandel bekämpfen können. Wichtig ist aber trotzdem, dass wir als Community, wir als YouTube-Community, wir als World of Tanks-Community dieses Hashtag, dieses TeamTrees.org nicht absterben lassen. Es muss weiter rausgehen, es muss weiter rausgetragen werden, damit wir alle wissen, um was es geht. Damit alle da draußen wissen, um was es geht. Ich persönlich arbeite weiter dran. Mit diesem Video, was ein riesiges fettes Dankeschön auch an meine beiden Eltern geht, mein Pa, mein Ma, die mit mir 2 Stunden da draußen im Wald waren, mit mir die Drohne geflogen sind und aufgenommen haben. Auch wenn es ein bisschen shaky geworden ist, aber hey, wir mussten improvisieren. Das knallt gleich mit meinem Mikrofon. Aber ich bin noch nicht fertig. Auch wenn ich dieses Video gemacht habe, auch wenn ich dieses Video auf Englisch gemacht habe, ich bin noch nicht fertig. Ich werde weiterhin daran arbeiten, dass wir dieses Ziel erreichen. Ich habe mich jetzt schon in Verbindung gesetzt mit den beiden deutschen Community Managern, sowie aber auch mit dem französischen bzw. englischen Community Manager von World of Tanks. Ich persönlich würde es cool finden, wenn Wargaming selber auch da mitmachen würde, zum Beispiel, keine Ahnung, eine Packung mit Emblemen verkaufen würde, die 1 Euro oder so kostet, 1 Dollar kostet, das dann auch an diese Firma rangeht oder an dieses TeamTrees.org rangeht, ob es jetzt eine neue Camo ist, von mir aus eine Herbst-Camo, wäre natürlich auch ziemlich sinnvoll, wenn man sich so sagen würde, und schlussendlich, ich würde es wirklich bevorzugen, wenn das halt Wargaming selber so auch machen wird. Natürlich werde ich aber auch weiter arbeiten und gucken, ob ich andere Community-Mitglieder hier ins Boot reinholen kann für diese Idee. Ich habe gestern schon mit Algo über das gequatscht und ich glaube, er hört sich gar nicht mal so abwegig von dieser Idee an. Ich werde auch noch gucken, ob ich Maus, unser Klammitglied, anfragen kann, ob er auch Bock darauf hat, da ein bisschen zu pushen. Seine Aktion mit dem Kinderhospiz war saugenial und hat auch wirklich viel, viel bewegt. Gucken wir, ob er auch noch mit reinkommt, mit ins Boot kommt und da noch was machen kann. Ich selber habe auch schon Mailand angeschrieben. Ich frage jetzt auch noch weiter, ob da noch was kommt. Ich werde auch noch gucken, ob ich mit O'Hare was machen kann oder ob O'Hare selber dazu noch was machen kann, obwohl er momentan gerade im Urlaub ist. Und ja, wenn ihr persönlich denkt, ne, also da jetzt irgendjemandem Geld geben und so oder einer Organisation Geld geben, um die Bäume zu pflanzen, finde ich jetzt nicht gerade so eine gute Idee. Wenn ihr das nicht gut findet, dann würde ich einfach sagen, dann macht selber. Geht raus, holt euch eine Schaufel, holt euch einen Setzling, holt euch ein paar Samen und pflanzt euch einen Baum in den Garten, wenn ihr einen Garten habt. Oder pflanzt euch ein kleines Bäumchen in einen Topf rein. Dazu ist aber auch wichtig, einfach nicht vergessen, Leute. Also ihr dürft weiterhin dran arbeiten. Ihr dürft weiterhin dran arbeiten. Es kann weitergehen. Und mit diesem Schritt ist es noch nicht Ende. Es geht weiter. Wir als Community, wir als YouTube-Community, wir als World of Tanks-Community sollen zusammenarbeiten, dass es uns auch später wirklich besser geht. Mein Name ist RagingRotter.de. Ich danke euch zutiefst für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Hashtag TeamTrees, Leute. Weiter geht's. Let's Fets. Danke vielmals und auf Wiedersehen. Wow, 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 wow. Das ist gut. Okay.